Und was Geileres als Bruce Springsteen? Na, für manche gibt's da nur eins. Depeche Mode. Depeche Mode war so der Höhepunkt, ich glaube. Also Höhepunkt, weil es war eine Band, die auf dem Höhepunkt ihrer Karriere damals auch stand. Und das wussten auch viele ostdeutsche Fans. Und dementsprechend groß war das Interesse auch an dieser Gruppe. Also Depeche Mode ist mir 1984 das erste Mal begegnet, und zwar im Radio. Und das waren so fantastische, innovative Sounds, die man noch nie gehört hatte, vor allen Dingen nicht im Ostradio, dass ich da beschlossen habe, ich bin jetzt auch Depeche Mode-Fan. So habe ich dann 1982 die allererste Platte als Vinyl von Depeche Mode, Speak and Spell, für 150 Ostmark in der Warschauer Straße in der Diskothek gekauft. Und seitdem komme ich von der Musikdroge Depeche Mode nicht mehr weg. Die ganze Zimmerwände waren voller Depeche Mode-Poster. Ich hatte Kleidung, die so irgendwie aussah wie die Sachen auf dem Poster. Da gab es Hundertschaften, die sahen aus wie Dave Gahan, Hundertschaften, die sahen aus wie Alan Wilder. Und da gab es in der DDR bei der Bereitschaftspolizei solche Lederkoppeln. Das war so ein, es waren quasi wie so Hosenträger, die trug die Bereitschaftspolizei in der DDR. Ich weiß nicht, ob bis zuletzt, aber jedenfalls eine ganze Weile. Und wenn man die aber nicht so rumtrug, sondern so rum, dann hatte man plötzlich hier so einen Metallring. Und das sah dann wieder genauso aus, oder zumindest ähnlich, wie auf den Postern, die man aus der Bravo kannte, wo dann Martin Gore solche Ledergeschirre getragen hat. Gerade diesen Depeche Mode-Fans fiel es zu der Zeit überall schwer, weil die wurden überall ein bisschen belächelt oder wurden schräg angesehen aufgrund ihres Aussehens und wie auch immer. Dann diese Hochphase, wo sich mein ganzes Teenagerleben um Depeche Mode drehte, dann auch noch ein Konzert zu sehen, das war absolut großartig. Und deswegen kann kein Konzert dieses toppen. Depeche Mode in Ost-Berlin. Allein die Ankündigung löste schon eine völlige Hysterie aus. Der Hintergrund der Veranstaltung war uns mal wieder völlig schnurz. Der Geburtstag der FDJ. Es war auch nur ein Tag möglich. Alle Versuche, mehrere Tage zu kriegen, damit man mehr Plätze kriegt, war auch nicht drin. Also es blieb nur ein Tag. War zufälligerweise der 7. März, also FDJ-Geburtstag war nicht, weil wir das jetzt hier irgendwie haben wollten oder so. War uns auch allen nicht klar. War dann wahrscheinlich wie bei Bruce Springsteen, das war ja auch für Nicaragua und die wussten das auch nicht. Da war das also der Geburtstag der FDJ. Ja gut, da haben sie ja einen schönen Geburtstag gefeiert. Ich habe das eigentlich etwas anders gesehen. Ich habe das so gesehen, dass da eher so was leicht subversives, fast schon widerständlerisches auf die zugekommen ist, das sie eigentlich nicht erwartet haben. Mein Willen, dieses Konzert zu besuchen, hat dann einfach gebracht, dass ich zur richtigen Zeitpunkt einen Herrn, den ich vom Namen her oder vom Sehen kannte, einen Harald Bullerjahn, angesprochen hatte, ob sie nicht doch noch vielleicht eine Karte haben für mich. Die gaben mir aus ihren Händen jeweils 4 Eintrittskarten und 4 Pässe für den Backstage-Bereich. Wir haben immer unsere Gästelisten ausgenutzt und das sah immer so aus, dass wir Gästepässe, die also die Fans berechtigen, in den Konzertsaal zu kommen, dass wir die mal ausgeben. Und zwar nach Gutdünken draußen an Leute, wo wir meinen, den tun wir gefallen, weil wir immer sehr fanverbunden waren. Wenn wir das mal gewusst hätten. Vor der Seelenbinderhalle, da gab es FDJler, die ihre Tickets zu irren Preisen verscherbelten. Leute, die verzweifelt nach Karten gesucht haben. Einer, der eine Simson gegen ein Ticket tauschen wollte und so weiter. Echt der Hammer. Ich persönlich stand ja nicht so auf Depeche Mode, aber da war ich in der Minderheit. Alle anderen wollten unbedingt rein. Und so sind wir dann einem Auskenner gefolgt, der über einen Lüftungsschacht in die Seelenbinderhalle eingestiegen ist. Der konnte es kaum erwarten, bis es losgeht, und wäre vor lauter Hyperventilieren fast noch stecken geblieben. Mann, oh Mann. Irgendwann wie das Saallicht aus und dann setzte das bekannte Intro Pimpf ein. Es wurde totenstill, weil alle in dem Saal jetzt erstmal verarbeiten mussten. Es fängt jetzt wirklich an. Es ist jetzt wirklich, es ist nicht so, dass jetzt noch einer auf die Bühne kommt und irgendwie sagt, Depeche Mode wollten doch nicht für den Frieden singen und deswegen hat es nicht geklappt, sondern es ging wirklich dieses Intro los. Dann dieser letzte Vorhang fiel, so nach der ersten Strophe, man die ganze Band gesehen hatte, da gab es so ein wahnsinnig befreiendes Kreischen in dieser Halle. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das dass es bei irgendeinem Konzert besser gewesen sein sollte. Ja, ich glaube, viele hätten alles dafür gegeben, damit die Nacht mit Depeche Mode niemals endet.
Ich erinnere mich noch sehr gut an das Konzert in Ost-Berlin. Wir versuchten, nach Ost-Berlin reinzukommen über den Checkpoint Charlie oder an das Hotel, in dem wir wohnten. Das hatte eine Sperrstunde. Nachdem wir das Konzert beendeten, waren wir da wie eingesperrt. Es wurde uns gesagt, wir dürften nicht rausgehen. All diese Dinge finden 23, 24-jährige Jungs aus Essex in England natürlich irgendwie seltsam, dass einem die Freiheit weggenommen wird. Nee, wir haben da natürlich noch Party gemacht, weil ohne Party geht's ja nicht. Und zwar tauchten dann irgendwann auch irgendwelche Mädels auf, das weiß ich noch, von der DDR-Modelagentur, wo wir dann auch nicht genau wussten, ob das jetzt platziert war oder ob die zufällig da standen und wie man mit denen umgehen sollte. Ich habe da ja auch am Anfang noch gedolmetscht, weil die Mädels, die konnten ja irgendwie alle kein Englisch, ja, nicht mal rumflirten konnten sie auf Englisch. Und mir war das dann aber zu bunt. Also da habe ich dann gedacht, okay, meine Mission ist hier zu Ende, wenn es jetzt hier ans Flirten geht und ich bin nicht dabei, ich bin nur der Übersetzer, dann gehe ich nach Hause. Das war mal alles ganz normal. Plötzlich, so für anderthalb Stunden war mal alles ganz normal. So wie es immer sein könnte, wie es aber leider in der DDR nicht gewesen ist. Die Dinge ändern sich. Sie verändern sich, manchmal braucht es etwas mehr Zeit. Aber sieh uns an, jetzt sind wir hier, in Ost-Berlin.